Das ist nicht deine Welt. Die Jungs, die hierher kommen, kämpfen um ihr Leben. Im Ring sterben Leute. Dein Daddy ist im Ring gestorben. Ich kenne ihn nicht. Hat nichts mit mir zu tun. Ich kämpfe schon mein ganzes Leben. Ich hatte keine Wahl. Jeder Punch war allein mein Ding. Niemand hat mir gezeigt, wie es geht. Ich bin bereit. Das ist aus der 10. Runde im ersten Fight, oder? Was ist mit dem dritten Fight zwischen Ihnen und Apollo? Hinter verschlossenen Türen. Ist da was dran? Woher weißt du das alles? Ich bin sein Sohn. Ein großer Fighter hat mal gesagt, der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Der Typ hier ist der härteste Gegner, den du je haben wirst. Ich glaube, das stimmt im Ring. Das stimmt sicher im Leben. Und jetzt zeig mir was. Wenn wir nicht tun, was wir lieben, würden wir nicht existieren. Es wird Zeit, Kleiner. Zurzeit interessiert ihn einfach nichts. Mich eingeschlossen. Das musst du dir verdammt gut überlegen. Du hast Menschen, die dich jetzt brauchen. Ich nehme den Kampf an. Victor Drago, Sohn von Ivan Drago, der auf so brutale Weise Apollo Creed getötet hat, forderte heute Adonis Creed zum Kampf heraus. Mach das nicht. Ich habe keine Wahl. Das hat dein Vater auch gesagt. Und dann ist er in meinen Armen gestorben. Er kennt von klein auf nichts als Hass. Er ist gefährlich. Er hat Dinge in mir zerstört, die nie wieder heilen. Das ist es nicht wert. Wir sind nicht mehr nur zu zweit. Ich will die Geschichte neu schreiben. Wenn du gegen den Mann kämpfen willst, ist das deine Sache. Aber tu nicht so, als ging es dabei um deinen Vater. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my walls. Das wird nicht mein Ende. Oder deins. Geht gar nicht, denn wir sind ein Team. Jetzt weißt du, wofür du kämpfst. Runde für Runde lernst du mehr über dich selbst. Und als ich im Ring stand, ging es nicht mehr nur um mich. Die letzten 7 Jahre meines Lebens habe ich meine wildesten Träume gelebt. Bianca, Rocky, mein Dad. Das alles verdanke ich Ihnen. Hey Mann, kann ich dir helfen? Bekomme ich ein Autogramm? Ich gebe keine Autogramme, jetzt weg von meinem Wagen. Du erinnerst dich nicht an mich, ja? Damien. Wie lange hast du gesessen? 18 Jahre, Bro. Letzte Woche rausgekommen. Schön, dass du wieder draußen bist. Ich weiß, dass ich lange weg war, aber ich habe mich fit gehalten. Hab's noch drauf. Komm mal ins Gym.
Danke. Bin neugierig, was damals passiert ist. Oh, er hat's nicht erzählt. Wir waren wie Brüder. Ich war der Beste. Hab aber nie die Chance gekriegt, es zu beweisen. Das ist ja süß. Hey! Was soll das werden, Mann? Willst du mich verletzen? Ich weiß, was du vorhast, Donny. Du schuldest diesem Kerl gar nichts. Damien kämpft gegen die ganze Welt, der will Leuten wehtun. Ich hab mich für dich eingesetzt. Du denkst, du bist wütend? Dann sitzt mal dein halbes Leben in der Zelle. Und sieh, wie ein anderer dein Leben lebt. Ich hol mir jetzt alles. Drohst du mir? Irgendwas ist doch los mit dir. Damien war wie Familie. Jetzt reden wir nicht mehr. Dann musst du wohl gegen ihn kämpfen. Do what I gotta do. Some of my methods you might disagree with me. These are family ties. I recognize mine. I know that they needed me. It's traumatic stress. Watch it manifest. Got my only fear. I ain't scared of death. Did you hear me yet? I ain't scared of death. Did you hear me yet? What you gonna do? Threaten to take my breath? Ich will, dass du deine Angst vergisst. Deine Schuld. Dass du loslässt, was war, und dich dem stellst, was ist. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those strings.